meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Michael, schon einige Male durfte ich bei der Eröffnung einer Ausstellung deiner Werke über dich und dein Oeuvre sprechen. Heute, anlässlich der Verleihung des Schmidt-Rottluff-Kunstpreises, die Festrede halten zu dürfen, ehrt mich besonders. Für das diesbezüglich entgegengebrachte Vertrauen in dieser Beauftragung möchte ich den Gründern dieses besonderen Kunstpreises, Herrn Dr. Jürgen und Frau Sonja Ullschläger, wie auch dem Stiftungsrat von Herzen danken. Dass dir dieser Kunstpreis verliehen wird, erklärt sich natürlich von deinem umfangreichen und höchst bedeutenden Werk her. Das ist aber nur die eine Seite. Eine weitere besteht darin, da Werk und Schöpfer jeweils nicht voneinander zu trennen sind, dich auch als Urheber zu ehren und hierbei sich darauf einzulassen, was sich umtreibt, zu Papier, Leinwand, Farbe, Pinsel und Stift zu greifen. Nachdem sich wohl Frau Dr. Katrin Arrieta in ihrer nachfolgenden Laudatio vor allem auf dein Werk einlassen wird, möchte ich, ohne es außer Acht zu lassen, meinen Blick auf dich als den Menschen lenken, dem ich vor 15 Jahren erstmalig im Umfeld der Ausstellung Prä du Golgatha begegnete und der mir seitdem ein geschätzter Lehrer war und ist. War bis dahin in Gesprächen mit Galeristen immer die Rede von einem Künstler aus Chemnitz. Überraschte mich, dass ich ein Siedel anzufahren hätte, um dich aufzusuchen. Der Ortsname machte mich neugierig, weckte doch bei mir Assoziationen wie Einsiedler, Einsiedelei, monastisches Leben. Gewiss, die in ein Waldgrundstück führende und ansteigende Anfahrt entführte mich aus der Bebauung des Ortes, weg von der Straße. Mit dem, was ich dann aber sah und vor allem wen ich traf, war ich dem Leben nicht entflohen, sondern mitten in dem, was das Leben für uns an Fragestellungen bereithält. Ich sah mich Prä du Golgatha. Das heißt, ich musste nicht, um die Konfrontation mit dem Leid, mit den Grenzerfahrungen des Lebens zu einem Gekreuzigten, gar ritualisiert, aufschauen, um allein von ihm Erlösung zu erwarten. Es wurde mir bewusst, dass mein Blick, will ich das Leben erfassen, zuvorderst denen zugewandt werden muss, die sich als Opfer von Macht, von Ignoranz und Eitelkeit definieren können. Diese Blickrichtung lehrtest du mich und lernte ich schon bei unserer ersten Begegnung. Ich hatte als notwendige Korrektur der von meinem theologischen Hintergrund und für mich gesetzten Normen begriffen: Nimm den Menschen wahr. Nimm das Leben wahr. Zieh dich nicht zurück, aber entfliehe jeglicher propagierter Oberflächlichkeit. Da begriff ich ein Siegel. Mehr noch, ich sah dich dort arbeiten und erkannte, wie allein in deiner Technik die Verletzungen des Menschen und deren Vernarbungen Gestalt fanden. Allein schon dadurch hast du dich auf den Menschen ungeschönt, das heißt wahrhaftig, eingelassen. Ein Umstand, der Widerruf weckt, Konfrontation provoziert, worüber wir manchmal auch ganz froh sind und stolz drauf. Denn wer will hinter die Masken blicken lassen? Wer will aus dem Gefängnis vorgegebene Antworten und gesellschaftlicher Normen schon ausbrechen?
Du hast es dir aufgeladen, sogar mit dem Verweis auf einen Gekreuzigten, um dabei aber auch aus der Bildflut seiner gewohnten und erwarteten Darstellungen auszubrechen. Du bist deshalb auch kein Vertreter der sogenannten kirchlichen Kunst, die ich immer dem sozialistischen Realismus gleichsetze, da sie, wie er, mehr der Propaganda zuzurechnen sind und für eine Scheinwelt steht. Davon bist du weit entfernt. Gilt dein Blick doch dem Menschen, wie er ist, vor allem wem er ausgesetzt ist und worunter er zu leiden hat. Seht den Menschen. Ecce homo. Ein neutestamentliches Zitat, das sich in Einzel- und Mappenwerken bei dir finden lässt. Seht den Menschen, dem die Würde abgesprochen wird, der für Ansprüche jedweder Art, ob staatlich, ob kirchlich oder gesellschaftlich instrumentalisiert werden soll, der die Ohnmacht erfährt und in dem hoffentlich der Widerstand, das Aufbegehren, der Wille reifen, die Faust zu ballen. Aber woher soll die Bereitschaft hierzu wachsen? Ich kann es nur für mich sagen, aber in der leisen Hoffnung, dass es nicht nur für mich gilt. Michael, du bist in deiner Person und in deinen Bildschöpfungen für mich der besondere Anstoß gewesen gegen jede Unmenschlichkeit in Staat, Kirche und Gesellschaft die Stimme zu erheben. Die bei dir wahrnehmbare Faust nicht nur unter einem Tisch verdeckt zu ballen. Von den Arbeiten zum Thema Ecce Homo hast du einmal gesagt, es seien Angstbilder. Das heißt nicht, dass sie Angst machen, gar lähmen. Sie verweisen vielmehr auf die Angst, die uns ergreifen muss, die Angst um den Verlust der Menschlichkeit, die uns erheben lässt, um im Kampf um das Humanum voranzuschreiten. Jeder von uns als Schreitender, als Gegenüber zu einer um sich greifenden und stillschweigend oft genug hingenommenen Unmenschlichkeit. Dem Menschen Mut zu machen, sich nicht im freien Fall begriffen zu sehen, sondern gerade die Bedrohung der dem Menschen eigenen Freiheit zum Anlass zur Ermutigung werden zu lassen, sich zu erheben und die von wem auch immer angelegten Fesseln zu sprengen, ist deine Botschaft der Auferstehung. So im Kartenstall auf dem Kiliansplatz, wie auch in den Bronzearbeiten im Neumünster zu Würzburg und vielerorts mehr. Diese Botschaft stellt sich uns in einem Övre immer in einem Gegenüber vor Augen, in der Ambivalenz von Leben und Tod. Mit deiner Entblicknahme des Todes kommst du dem Leben auf die Spur aus der Grenzerfahrung, so im Zyklus, ich kann nicht mehr, hin zur Sprengung der Ketten und zum antreibenden Bekenntnis in der Verkürzung des Titels auf die Aussage, ich nicht. Ich lasse mich nicht binden und in lähmende Angst versetzen. Ich nicht, ich gebe nicht auf. Gleiches gilt für den Altar, der in Nachfolge des verbrannten Altares von Lukas Cranach in der Pfarrkirche zu Kemberg gedacht war. Dort haben fromme Seelen Kerzen aufgestellt. Frömmigkeit führt aber nicht immer zum gewünschten Erfolg. Dieser Altarentwurf war von der Jury auch an die erste Stelle gesetzt. Dann aber seitens der Gemeinde nicht in Auftrag gegeben worden ist, wodurch für uns in Würzburg die Bahn frei war,
ihn in unserem Hause im Museum am Dom verwirklichen zu lassen. Es gibt nichts, so lehrte mich meine evangelische Großmutter, was so schlimm ist, als dass nicht etwas Gutes dabei rauskommen könne. Und genau das ist damit geschehen. Das Presbyterium oder der Kirchenvorstand von Kemberg leidet darunter. Denn auf den Herrn ist Verlass. Sie meinten, wenn sie Arno Freiner nehmen, kämen mehr. Aber wer sein Museum in der 22. Straße in New York kennt, weiß, diese Petersburger Hängung wiederholt sich nur in Kemberg. Man muss sie nicht sehen. Es schadet ums Benzin oder um Diesel. Die doppelseitig bemalten Platten, die eine Karfreitags- bzw. Osterseite bilden, können einzeln so gewendet werden, dass die jeweiligen Seiten sich durchdringen. Da hängt dann die Karfreitags neben der Osterplatte und es gehen einem die Augen auf darüber, dass Tod und Leben eine Einheit bilden und sich nicht voneinander abgrenzen, einander bedürfen gar. Das ist mehr als ein künstlerisches Konzept. Das ist Erfahrung, die sich hier vor Augen stellt. Auch deine oder gerade deine persönliche Erfahrung. Dabei will ich dir keineswegs in missionarischem Übereifer einen christlichen Auferstehungsglauben überstülpen. Ich denke, angesichts des Kemberger Altares, dass hier sowohl eine postmortale Wandlung des Lebens, wie auch immer, nicht ausgeschlossen, als auch zu einer den Tod einschließenden und in übergreifenden Lebenssicht geführt wird. Zugleich findet hier, nicht nur im Kemberger Altar allein, angesichts des Kultes von Klage und Ergebenheit in den Tod mit den darin gelebten Ängsten, dessen gegenüber das Aufbegehren gegen den Tod seinen bildhaften Ausdruck. Die Gewissheit, der Tod hat nicht das letzte Wort. Lieber Michael, darauf und auf viele weitere Erfahrungen sowie in inhaltlich ungebundenen Grenzüberschreitungen sind wir in vielen unserer Begegnungen und Gespräche eingegangen. Du hast mir nie die Gretchenfrage gestellt. Denn auch bei Kirchenleuten muss man misstrauisch sein. So wie aber auch ich es nicht tat. Das von ihr dieser Frage hinterfragte religiöse Fundament war nicht unsere Fragestellung, dafür aber, wie wir uns nicht nur dem Humanum stellen, sondern vor allem, wie wir für die Menschlichkeit eintreten und ungeachtet möglicher, wenn nicht sogar erwarteter Konflikte, sie vehement einfördern können und uns so, predi Golgatha, nahe bei Golgatha sehen. Es gilt für den Menschen, für seine Würde, für seine Lebenserfüllung einzutreten, damit wir uns nicht eine Reliquie Mensch gegenübersehen. Reliquien, die meisten sind nicht echt, aber das spielt auch keine Rolle. Reliquien sind materialisierte Erinnerungen. Wenn Menschwerdung und erfahrbare Menschlichkeit nur noch als Erinnerungen in uns haften, dann haben wir das Leben verpasst. Deshalb haben wir uns zu erheben, auch mit geballter Faust aufrecht schreiten und dem Menschen einen Weg ohne Einschnürungen und Grenzziehungen von wem auch immer des zu verwirklichen Humanums zu weisen. Das hast du mich gelehrt. Und ich habe damit Konfrontationen erfahren, durch alle Jahre durch. Vor allem seit wir uns kennen und ich das gelernt habe.
Aber zuvorderst zu der von dir vorgelebten Ehrlichkeit und Authentizität als Lebensmaxime gefunden. Ein Gewinn des Lebens. Ich bin mir sicher, dass für die Frucht der Begegnung mit dir und deinen Werken, für alles, was du ausgelöst hast und noch hoffentlich lange auslösen wirst, nicht nur ich allein zutiefst dankbar bin. Der Dank vieler hat sicherlich auch zur heutigen Preisverleihung geführt, zu der ich dir, Michael, von Herzen gratuliere.